And it's you that I wanna need. Okay, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge einer brandneuen Map, Freunde. Und dieses Mal spielen wir nicht alleine, denn heute haben wir mal zwei kleine Flüge mit dabei, die wir da hinten schon sehen können. Und zwar zuallererst haben wir natürlich den Gio mit dabei. Servus, hallo, okay. Und wir beim letzten Mal auch schon den lieben Rainer. Ja, mein, servus, Petri, allen Gott sei Dank und herzlich willkommen. Ich find's echt cool, dass mein Opa auch mal mitmachen möchte. Hey. Deswegen, hi. Ich könnt ihr aufhören, irgendwie da rum? Jetzt mal auf hier, Junge. So, auf jeden Fall, Freunde, spielen wir heute mal eine schöne Map. Und zwar ist es sozusagen eine Map, bei der man escapen muss. Und sie ist wirklich, glaube ich, ähnlich wie die Find the Button Map. Denn, Freunde, die Map ist vom selben Typen gebaut. Denn, Freunde, wir sehen hier wieder Elvis und Fred. Das heißt, Freunde, hier irgendwo auf der Map sind Elvis und Fred versteckt. Und wir müssen die beiden jetzt retten. Deswegen, Freunde, mal gucken, ob wir die beiden retten können, beziehungsweise ob wir sie finden können. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach rüber zum ersten Level. Das ist eigentlich eine Einspieler-Map, aber ist ja auch egal. Da oben ist ein Knopf. Kann man den Knopf drücken, da passiert nichts. Kriegt man hier irgendwo Jump-Boost? Vielleicht hier in der Ecke? Nein, warte, ich schlag euch hoch. Warte, bis er kommt. Hier kriegt man Jump-Boost. Echt? Warte, ja, warte. So. Ich dachte, da vielleicht hier oben. Ah, doch, kriegt man echt. Jetzt reicht mir noch schon. Piss dich, Alter. Ich rast gleich aus. Sag mal, ich drehe am Rad hier mit euch, ey. Bis ihr fertig seid, habe ich zwei Glatzen, ey. Zwei Glatzen. Ah, ich hab's. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier vielleicht haben. Haben wir hier Jump Boost? Ja, nö. Hier auch nicht. Hier? Hä? Da oben ist eine Kiste? Warte, da war doch gerade was. Ohne Scheiß, ich check grad echt nicht, was ich hier machen muss. Aber du bist echt zu blöd für alles. Mach mal hier. Versuch das mal zu schlagen. Das kann man nicht schlagen, du Vollidiot. Das ist ein Stein. Das ist kein Stein. Das ist ein Stein. Ist das nicht? Das kommt so, ploppt so auf und dann schießt dich das ab und dann kannst du nach oben so gleiten. Ui, 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 ui. Oh, geht doch. Okay, Freunde, wir wissen auf jeden Fall, dass da drüber eine Kiste ist. Die Sache ist, wie die öffnen, ist immer noch eine Frage. Boah, ich werde hier verrückt. Ich hab sie! Was? Ich hab sie. Nice, das Alter. Du hast es geschafft, Mensch. Ich weiß nicht, ich weiß Lügner, egal, wir haben es geschafft, deswegen sind wir jetzt schon direkt beim nächsten Level. Hä, und ich? Und oh, hier. Ich bin direkt ein Alter, hallo. Wie das denn? Auf den Knopf auf den Boden gedrückt. Hallo? Ja gut, Freunde, das nächste Level war auch schon ziemlich schwer, muss ich sagen. Also da hängen wir auf jeden Fall schon am längsten. Jetzt sind wir hier wieder mit zwei Knöpfen. Drücken den Knopf. Schau mal, das geht gar nicht. Hä? Doch, ich bin weiter. Hä? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, Freunde, aber anscheinend ging es dann hier doch mal weiter. So, warte, hier haben wir auch noch einen schönen Knopf, den können wir auch noch drücken. Tut der irgendwas? Oder nicht, warte mal. Hä? Was kriegt man denn hier? Ja, Opi, komm mal weg da. Opa. Sag mal, hör auf, yo. Jetzt hör doch mal auf. Hä, ich fliege, Leute, ich fliege. Hä? Hä? Habt ihr das gesehen? Hau mal drauf jetzt auf den Knopf. Oh shit, ja. What the fuck? Hä? Mach mal nochmal. Ich hab. Aha. Hier ist ein Villager. Wieso fliege ich nicht? Ja, toll. Prima, geil. Also das wird mit mir dann doch nichts mehr, Freunde. Ja. Ich hab's. Echt? Wo bist du? Ja, warte. Ja, hallo. Ja, ja. Hallo. Leute, war das geil. Knopf drücken. Also. Da muss man hoch. Und da, bei den Villager, muss man was eintauschen, aber ich hab gar nichts. Ich hab es. Hä, wie? Was denn? Zeig. Hä? Hast du auch irgendeinen Plan? Hä? Gib mal her. Schau mal hier. Gio, verpiss dich. Mein Buch. Woher hast du das? I wrote this. Von hier, wenn du hier stehst und dann hochspringst. Ah, hier hat sich was geöffnet. Ein Knöpfchen. Oh! Hä, wie? Nice. Ich bin schon im nächsten Level. I hope you know about glitches. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nee, jetzt müssen wir glitchen. Wir sind die Glitcher, Minecraft-Glitcher. Glitchy. Ich hatte gerade wieder diesen Schwebeffekt. Wir müssen also bis nach ganz oben schweben. Wow. Vielleicht geht mal weiter da hinten in die Ecke. Auch du, Opi. Hey. Dankeschön, Opa. Hä? Was? Halt's Maul, was war das? What the fuck? Was war das für ein Glitch? What the fuck? Hä? Geht geh mal alleine hier, lass mal Opa ran hier. Ja, das machen wir so. Opa, regelt das schön. Geh mal weg. Ah, prima, Opi. Prima. Wie macht man das denn hier? So, warte, wir drücken jetzt den Knopf. Jetzt haben wir den Effekt. Für 2 Sekunden. Knopf drücken, runter und... Nein! Wir müssen den im Flug, müssen wir den Knopf drücken. Wie ist denn das für ein Level, Mann? Wie muss man dann da machen? Einfach hier drauf springen. Ich raste gleich aus. Also, ich muss runterjumpen und dann nach oben. Ja. Hä? Oh, schade. Ah, oh, das war prima. Mensch, das funktioniert doch so nicht. Jetzt, super. Oh, hast du? Ich hatte ihn. Ich hab's geschafft.
was? Da öffnet sich was, wenn du den Knopf drückst. Du Scheiße, du musst da unten rein. Okay, Freunde, wir wissen schon mal, dass ich da unten sozusagen ein Loch öffne mit Wasser. Wenn ich oben den Knopf drücke, dann müsst ihr sofort da reinspringen, okay? Okay. Also wenn ich jetzt gleich hier irgendwie hochfliege, dann müsst ihr einfach nur darauf achten, dass... Okay. Jetzt! Nice, Mann! Yes! Was? Woo! Wir haben es geschafft, Alter. You are no free, aber... Freunde, wo ist Elvis? Und Fred? Elvis? Fred? Freunde, wir haben Elvis leider nicht gefunden, aber ich hoffe, wir finden ihn vielleicht bei der nächsten Map. Deswegen, falls euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch mal gerne einen Daumen nach oben da. Schaut bei den beiden anderen vorbei. Und ich glaube, Obi fühlt sich wieder wie beim Ersten Weltkrieg. Deswegen, Alter Obi! Ja, Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut bei den anderen beiden vorbei, vor allem beim Obi, der fühlt sich echt wieder hier, als wäre wieder der Zweite der Weltkrieg. Nein, Spaß beiseite. Lasst ein Dislike da, das war scheiße! Haut rein, macht's gut, ciao! Like das Video, sonst kommt Obi mit seinem Rasenmäher und klatscht euch sowas von rum! Ciao!